damit die rechtzeitig am Einsatzort sind, sonst hätte das nämlich alles nicht geklappt. Und deswegen suche ich mir dann, wenn ich eine neue Stadt baue, suche ich mir dann eine einfachere Karte aus. Entweder so wie das hier, oder ja, allgemein so eine flache Karte einfach. Oder eben sowas hier. Oder halt eine, wo schon so eine Straße mitten durchgeht, wie es hier ja auch der Fall war. Diese Kurve ging ja hier schon durch. Da hat man am Anfang sehr wenig Ausgaben, weil diese überhaupt erstmal so eine Hauptstraße kostet ein verdammtes Vermögen am Anfang. Und ohne Kredite kann man nicht wirklich dann noch etwas bauen, wenn man diese Straße gebaut hat. Das ist schon, die nehmen schon sehr viel Geld weg. Und wir mussten ja das alles, hier war ja quasi nur so ein Stück von der Autobahn dran. Und diese einzelnen Zubringer mussten wir ja, den Zubringer mussten wir ja selber alles bauen. Und ja, das war schon nicht schlecht. Und auch nicht so einfach. Deswegen, ich versuche dann einfach beim nächsten Mal auf jeden Fall auch eine effizientere Stadt zu bauen. Wo wir dann hoffentlich auch mehr Einwohner kriegen und ja, die werde ich dann wahrscheinlich auch nicht mit so vielen Kurven bauen, sondern eher mit vielen Kästchen. Wie man das früher halt bei SimCity auch gemacht hat. Es war halt was Neues, ich wollte es mal ausprobieren. Aber ich möchte auch mal das andere wieder machen und auch mal eine sehr effiziente Stadt haben, gerade auf diesem kleinen Fleck. Das ist am Anfang ja auch noch nicht so aufgefallen, aber mit Zunahme der Bewohner und Einrichtungen, die wir brauchen, haben wir dann doch gemerkt, dass wir sehr schnell an die Grenzen kommen und eigentlich schon kaum mehr Platz haben, um da überhaupt noch irgendwas hinzustellen. Das wird ja schon ein Problem, da jetzt wahrscheinlich noch eine richtige Feuerwache und ein großes Krankenhaus hinzubauen, weil uns einfach der Platz fehlt und wir schon so gut wie alle Flecke besiedelt haben. Gut, naja, dann. Aber ist ja noch nicht so weit. Und wir müssen ja erstmal hier überhaupt das Großprojekt starten. Und dann sehen wir weiter. Aber das kann ja noch ein bisschen dauern. Bin mal gespannt, ob wir das noch vor Folge 100 hinkriegen. Aber ich denke schon. Wäre eigentlich so ein guter Abschluss so. Folge 100, wären wir fertig mit dieser Stadt, hätten das Großprojekt. Hätten ein großes Krankenhaus, große Feuerwehr, große Polizeistation. Alles relativ gut ausgebaut. Und wir haben ja jetzt auch alles bebaut hier. Ist ja keine Stadt mehr frei. Deswegen werde ich mir beim nächsten Mal dann wahrscheinlich auch eine größere Karte aussuchen. Weil ich dann einfach, wenn ich da in der Stadt nicht mehr so viel oder gerade keine Lust habe, dann gehe ich halt in die nächste Stadt. Dann können wir ein paar individuelle Städte da bauen. Und vielleicht nicht so, wie wir das erst hier machen wollten, dass wir nur eine Universitätsstadt haben und nur eine Industriestadt. Weil so gut harmoniert das ja leider nicht, wie anfangs vermutet. Aber wir sind ja schlauer geworden und hoffentlich zumindest. Das wird sich dann erst zeigen. Naja. So, ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal, machen wir noch das nächste, was hier ist. Eigentlich könnte man jetzt schon mal Geld zurückbezahlen. Kredite. Komm, lass uns die mal zurückzahlen. Jawohl. Jetzt machen wir auch nur noch 1500 in der Stunde minus. Das ist ja recht gut. Das ist wirklich sehr gut. Strom passt alles. Dann bauen wir mal eben eine Klinik. Komm, das bauen wir auch hier mit hin. Zack. Und wir machen dann auch nochmal so eine paar Wartezimmer hin. Erweitern das mal hier um ein paar Krankenwagen. Und dann haben wir hier ja alles. Außer eine Kläranlage oder sowas. Aber wir sind recht unabhängig. Und die geht ja rüber hier.
Wie geil. Die ganze Scheiße geht rüber hin. Nach Grünfelsmitte. Wie viel hätten wir überhaupt? 28. Und das kostet 64. Können wir uns im Moment nicht leisten. Aber wir sind ja bald hier unabhängig. Na, wie sieht's aus? Können wir noch irgendwie die Dichte erhöhen? Die geht runter. Wir wollen höhere Grundstückspreise. Okay. Wieso sind die gerade so niedrig? Wegen dem Kraftwerk, oder? Oh, hier sind sie wirklich... Hier sind die echt gut. Wir müssen hier nochmal irgendwas machen. Können wir hier nicht auch ein Bürgermeisterhaus hinsetzen? Achso, wir haben schon eins. Ach, das steht bestimmt auch genau hier, ne? Ja. Okay. Nee, dann bauen wir noch mal ein paar Parks. Die kosten ja nicht so viel Geld. Und wir machen mal gleich hier was Richtiges. Jo, das bringt gleich mal richtig viel. Ist das jetzt dunkel? Ich kann das gerade nicht so ganz erkennen. Müsste eigentlich dunkel sein. Das ist grau. Nee, ich glaube, das kann sogar noch besser sein. Könnte, glaube ich, noch besser sein. Aber sicher bin ich mir gerade auch nicht. Ah, ja, hier in der Mitte, das ist das. Sehr hoch, okay. Perfekt. Wieso willst du... Nein. Nein. Wieso muss das dann abgerissen werden? Das verstehe ich nicht. Was will denn hier alles abreißen? Hallo? Wieso wird das eigentlich immer abgerissen hier? Hm, naja, gut. Okay. Guck mal, jetzt sind die Grundstückspreise doch schon ganz gut in die Höhe gegangen. Klassisch, was war klassisch noch? Achso, hier ist so ein klassischer Park eben. 700 pro Stunde. Verarsch mich nicht, ey. Packen wir hier noch mal einen hin. Ah, wunderbar. Grundstückspreise sind perfekt. Und hier müssen wir sie auch noch mal ein bisschen anheben. Nein, sowas Teures brauchen wir gar nicht. Das reicht völlig aus. Ja, guck mal, ey. Wie jetzt die Preise hier hochgehen. 40 pro Stunde, das ist wirklich... Das ist noch zu verschmerzen auf jeden Fall. So, nochmal so ein... Ja. Jetzt sind die Grundstückspreise doch hier richtig gut geworden. Jetzt müssen wir die nur nochmal hier auch mal ein bisschen hochtreiben. Oh, wir haben aber schon ordentlich Ausgaben. Okay, naja, kommt doch eins zum anderen. Das stimmt. Aber dass sie wieder so gestiegen sind... Sind wieder viele. Ah, werden wieder Häuser gebaut hier, deswegen. Ja, okay. Gut, gut, gut. Deswegen schwankt das auch immer so stark. Und natürlich jetzt viele Leute wieder. Oh! Oha. Oh, sind die Preise zu hoch? Ey, komm. Wegen zu niedrigen Grundstückspreisen sind die weg. Dann haben wir nicht schnell genug reagiert. Okay. Aber die Grundstückspreise passen noch jetzt. Ja. Gut für mittlere. Das reicht ja auch. Mehr möchte ich doch gar nicht. Das ist auch mittlere. Und das ist hohe hier. Oha. Oh, das ist grenzwertig. Naja, dann lassen wir mal laufen. Dann schauen wir mal. Oh, hier kommt auch was Großes hin. Jetzt wird hier fleißig gebaut. Hier auch.
Da auch. Oh. Jetzt haben wir aber nur noch 5000 Einwohner. Und verdammt viele Ausgaben. Sieh zu. Die müssen schnell bezogen werden. Schneller! Komm schon. Komm schon. Drohende Finanzprobleme. Ja, immer mit der Ruhe. Das wird schon wieder. Ja, was? Bankrolle in 8 Stunden? Na und? Ich habe aber jetzt, kann ich auch Kredite aufnehmen für Notfall. Aber geh doch wieder runter hier. Jetzt müssen auch langsam auch wieder ein paar Leute kommen. Wieso haben wir jetzt auf einmal so wenig Einwohner? Nur weil die paar Häuser jetzt gebaut wurden? Oh Mann, das sieht auch cool aus. Das ist so ein neues Gebäude, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist noch zu verkaufen? Verkauft? Ah, okay. 8000. Aber schon sind wir noch unter 3000 Euro. Simoleons. Mann. Nicht Euro. Ich will immer Euro sagen. Schon wieder. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt bald wieder Stromprobleme oder Wasserprobleme. Nö. Strom auf keinen Fall. Wasser sieht auch gut aus. Na gut. Schön. Aber eigentlich müssen wir erstmal wieder ein paar Einwohner kriegen. Ach, hier kommt auch was Neues hin. Wenn es den einen gut geht. Also wollte ich das. So vornehme Wohnviertel. Sind hier die Grundstückspreise noch so niedrig? Weil hier sollten eigentlich auch mal ein paar bessere Sachen kommen. Wie kriege ich die denn in so einem Gebiet hoch? Auch durch den Park? Aha. Dass da mal zwei Gebäude jetzt dran glauben müssen, ne. Das kann ich nicht wegreißen. Weil es da brennt. Wobei ist eigentlich auch egal, wenn die da eh bei neue hinstellen, dann haben wir lieber hohe Grundstückspreise. Müsste eigentlich beim ein bisschen gebaut werden hier. Hier kommt was hin. Aber ist noch was günstiges. Immer noch. Aber hier nicht. Oder? Nein, da kommt was Gutes hin. Cool. Das passt schon besser zu so einer Unistadt als so alte Baracken und Blechhütten. Ist das hier. Oh, ich wollte das schon abreißen. Das sah so schwarz aus. Das gehört so. Ach so, das war der Schatten. Oh. Na, bei den Gebäuden weiß man ja nie so recht. Komm, die Einwohnerzahl muss noch mal ein bisschen steigen. Wir haben hier so viele Wohnungen. Und die sind auch fast alle besetzt. Gewerbegebiete wollt ihr auch haben. Wie ist denn das Bildungsniveau? Ja, geht so. Also werden wir hier nur irgendwelche dreckigen Luftverpestungsmaschinen haben. Und wir haben ja eine schöne Industriestadt drüben in Grünfels Ost. Da muss ich auch bald nochmal spielen wieder. Achso, wir wollten noch mal bei der Uni hier gucken. Können wir die mal upgraden? Also brauchen wir noch so ein... Ja. Also über 1800 kommen wir nicht wirklich. Jetzt sind sogar noch ein Tick weniger als beim letzten Mal. Und hier steigt die Zahl und hier nicht. Hm. Sehr verwirrend.
Komisch, komisch. ...2000 angemeldete Sims. Okay. Und wo sind die? Ach, diese Stadt ist pleite. Oh. Kredit aufnehmen. Okay, hätten wir mal nicht so viel ausgeben sollen. Ja. Mache ich.